Weiter geht's mit einer neuen Folge EA Sports 24 mit dem VfL Wolfsburg. Wir spielen heute gegen Frankfurt und dann haben wir natürlich noch das wichtige Rückspiel in der Europa League gegen Tottenham Hotspur. Das alles in dieser Folge. Wir gehen erstmal mit dieser Startformation rein. Eigentlich wollte ich Baku einsetzen, weil der ja gesperrt ist für das nächste Spiel. Aber der ist ausdauertechnisch so angeschlagen, dass es null Sinn macht. Ihr seht schon bei Jerky, der ist genauso angeschlagen. Den habe ich aber jetzt trotzdem erstmal gebracht. Bei Meier muss er gegen Tottenham den komplett durchspielen. Und dann würde ich sagen, ja, Startformation habt ihr gesehen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Wir gehen rein nach Frankfurt. Führich spielt ja, den haben wir ausgeliehen. Und auf Korea, Chaibi und Pacho müssten auch passen. Spielen in einer Fünferkette. Let's go. So, in Deutsche Bank Park in Frankfurt wollen wir natürlich jetzt auch wieder gewinnen und könnten damit auch die Champions League quasi klar machen. Sollten die anderen Mannschaften mitspielen, ich glaube, ein Punkt würde auch schon reichen. Scherke. Aber wir wollen natürlich gewinnen. Stark, Kaminski. Kaminski probiert es einfach mal selber. Pacho ist aber da. Und Thiago Thomas. Oh, gar nicht so schlecht der Versuch. Oh ja, da sieht man nochmal die Torjägerliste. Moukoko kommt gleich hinter Thomas. Der hat ihn echt gut eingeholt. Emery. Oh, wunderbarer Ball auf Thomas. Oh, den Fall. Das ist Elfmeter. Ja, ja, ganz, ganz schlecht gemacht da von Tuta. Und Thomas kann jetzt auf Treffer 15 kommen. Sollte er den dann wenigstens gut treffen. Den hat er schon mal gut getroffen. Ich ziehe nach rechts oben. Ja. Thomas mit seinem 15. Saisontreffer. Und wir gehen hier 1-0 in Führung. Thomas kann ja wirklich Geschichte schreiben. 1-0. Die Führung, ja, ist denn auch schon, ja, schon ein bisschen verdient, muss man schon sagen. Fünftes Saisontor von Thomas. Nach dem Elfmeter, 13. Minute, gehen wir hier in Führung. Oh. Hatu hat ihn. Oh, Hatu, was für ein kompletter Fehlpass. Unglaublich. Schröder ist aber da. Hm? Aber Thomas könnte jetzt auch wieder treffen. Das war ein überragender Ball von Udoji. Und Thomas jetzt auch mit seinem zweiten Tor. Openda hat gerade getroffen. Thomas jetzt aber auch mit 16 Toren. Und Openda mit 17 Toren jeweils. Thomas mit seinem Doppelpack. Aber Udoji, was für ein geiler Ball. Und auch mal richtig guter tiefer Laufweg da, den er da anbietet, Udoji. Oh, ganz, ganz wichtig. Oh, stark von Jung. Und Thomas könnte seinen Doppelpack jetzt machen. Thomas, er macht's. Was geht hier ab? Frankfurt fällt komplett aus allen Nähten. Doppelpack. Damit ist er jetzt mit Openda gleich. 3-0. Sauberer Hattrick von Thomas. Aber auch Jung gut antizipiert. Und dann auch noch einen guten Ball in die Tiefe gespielt. Ja, und Frankfurt ist einfach sehr, sehr weit aufgerückt, ne? Dreierpack von Thomas. Ganz, ganz starkes Spiel von ihm. Oh, Hatto vorsichtig. Oh, ja. 3-1. Da sahen wir wieder mal nicht gut aus. Frankfurt hier mit dem Anschlusstreffer. Was geht denn jetzt hier ab? Jetzt ist Frankfurt hier drauf und dran, das zweite Tor zu machen. Vorsichtig, Kaminski. Schröder hat ihn. Jetzt erstmal ein bisschen Ruhe reinbringen. Wieder im Moment. Oh, was ist das wild? Jetzt hat er es mal gut gemacht. Aber hatte heute einen Fehlball nach dem anderen.
3:1. Hinten wirkt das nicht ganz so sattelfest. Nein. Oh, Glück gehabt. Oh mein Gott, was ist das für ein Ball? Also, ich frage mich wieder, was mit den Pässen los ist. Ich traue mich schon wieder nicht zu passen, weil es einfach echt nicht wieder gut ist. Es war anfangs so geil. Und der nächste Fehlball, es kann nicht sein. Achso, und das ist denn kein Foul, oder was? Ja, es kann nicht sein, Leute. Ja, und jetzt das 4:3. Ja, läuft. So, Wimmer. Ne. Jo. Also, es ist komplett, keine Ahnung, was in der zweiten Halbzeit los ist. Uns gelingt halt gar nichts mehr. Es kommt keine Pässe an. Und unsere Defensive ist komplett Rotze. Petit jetzt vielleicht nochmal. Petit, nö. Da doch. 4:4. Ist auf jeden Fall verdient so, aber das Gameplay ist wieder, muss ich nichts zu sagen. Gerade die Pässe haben mich wieder richtig enttäuscht. Fühlt sich an wieder wie FIFA 23. Die Pässe haben mir so gut gefallen anfangs. Und es kam wieder ein Patch und ist wieder alles für die Cuts. Ist echt ärgerlich. Jedes Jahr aufs Neue. So, jetzt geht's im Viertelfinale der UEFA Europa League im Rückspiel gegen Tottenham Hotspur. Das wird die Startformation sein. Und ja, wichtig ist, dass die 0 steht. Mit einem Unentschieden oder Sieg sind wir weiter. Bei einer Niederlage kommt es darauf an, wie viele Tore wir schießen, beziehungsweise Tottenham schießt. Wir gehen rein ins Spiel. Vorbericht ist ja klar. Locatelli und Mendes mal wieder. Pressekonferenz mache ich ohne euch. Wir gehen direkt rein. So, Viertelfinale. Kommen wir ins Halbfinale. Diesmal umgekehrt wir in den Auswärtstrikots und Tottenham in den weißen Heimtrikots. Und jetzt Jung. Der hat da ganz, ganz viel Rasen vor sich auf Tomasch. Den nimmt er wunderbar mit. Wir führen 1:0. 5. Minute. Ganz, ganz gut gespielt. Und Tomasch, den ich drin gelassen habe. Eigentlich wollte ich Moukoko bringen. Aber er hat in der ersten Halbzeit gegen Frankfurt so gut gespielt, Tomasch. Henry. Und jetzt Young macht das ganz, ganz stark. Wie kann er sich denn da so... Da greift ja gar keiner an. Wunderbarer Ball da von... Oh, wunderbar. Aber letztendlich dann doch der Winkel war zu spitz. Aber Alex beide. Nimmt der Wimmer mit. Der direkt auf Tomasch, der mit dem Kopf. Aber Providel hat ihn. Alle arbeiten dagegen den Ball mit. Pressen. Ah, die kommt nicht durch, Tottenham. Tottenham kommt einfach nicht durch. Ja, jetzt vielleicht mal. Aber Halbzeit 1:0 führen wir. Richtig geiles Spiel von unseren Jungs. Jung. Warum hat Jung jetzt auf einmal keine Haare mehr? Guckt euch das mal an, wie die Haare aussehen. Estes hat ihn. Oh. Nein. Oh, wichtig, dass Estes den hat. Eckball. Oh, Wimmer ganz, ganz stark, der hier einfach durchballert. Und auch noch einen guten Schuss hat. Patrick Wimmer. So ein wichtiger Spieler für uns. Oh, stark. Und da ist der... Oh!
Jung mit einem richtig guten Schlenzer. Boah, das ist mal ein richtig guter Ball. Ja, 1-1, das meine ich. Habt ihr gesehen? Lacroix, der Spieler ist links. Lacroix macht den Schritt rechts, bevor ich ihn ausgewählt habe. Müsst ihr einmal kurz drauf achten. So, hier, da, der Ausweichschritt nach rechts. Habt ihr es gerade gesehen? Spult gerne einmal bitte zurück. Dann wisst ihr, was ich meine. Oder wird, wisst ihr, nee, komm, wir machen das jetzt mal. Wir machen jetzt mal sofort Wiederholungen. So, passt auf. Jetzt hier, genau, kommt der Schänzer. Jetzt wähle ich um. Und da macht er den Schritt nach rechts. Warum? Und das kostet mich diese eine 5 Minuten. Habt ihr es gesehen? Wie kann ich zurück machen? Wie kann ich zurück? Ah, da. So, hier. Da. Da macht er den Schritt nach rechts. Genau den meine ich. Und das ist der Augenblick, wo ich ihn ausgewählt habe. Warum macht er diesen Schritt? Versteht ihr das? Guckt euch hier. Da. Der Schritt nach rechts. Der hat komplett alles, der hat dieses Tor entstehen lassen. Und das sind immer so die Situationen, wieso ich mich übelst aufrege. Weil, warum macht er diesen Schritt nach rechts? Warum? Wozu? Der Spieler ist links, nicht rechts. Er muss doch zustellen, den Laufweg. So, hier nochmal für Blinde. Da, der Schritt nach rechts. Unnötig. Mann, Mann, Mann. Und das hat uns gegen Frankfurt auch übrigens 2 Gegentore gekostet. Natürlich die Fehlpässe natürlich auch, aber so. Jetzt mal. So, wird er nicht angegriffen. Mokoko steht in der Mitte. Nee, pass bitte. Ah. Lewis. Oh, das war Tell, ne? Gute Möglichkeit da nochmal für uns. Jo. Nein. Oh, wichtig, dass Doji den hat. Nee. So, letzte Minute hat angebrochen. Tottenham jetzt hier nochmal. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. Mit dem Angriff kriegen wir den irgendwie verteidigt. Ah, es gibt doch mal einen Freistoß. Bitte, komm. Hoffen, hoffen, hoffen. Torwart ist mit vorne, glaube ich, ne? Letzte Möglichkeit für Tottenham. Aber der. Ja, Jens. Oh, wichtig. Raus. Und wir gewinnen. Wir sind im Halbfinale der UEFA Europa League. Sehr schön. Ganz, ganz wichtig für uns. Wir schmeißen Tottenham raus, Freunde. Ganz, ganz starke Leistung. So, gucken wir natürlich nochmal auf die Tabellensituation. Wir haben jetzt noch 5 Spieltage, also sprich 15 Punkte können noch vergeben werden. Und da können wir jetzt schon mal ein bisschen rechnen. Also, es sind 4 Punkte auf Leipzig. Das bedeutet, ja, Meisterschaft ist natürlich, wird, glaube ich, auch bis zum Ende spannend bleiben. Ich glaube nicht, dass Leipzig jetzt noch ein Spiel verlieren wird. Das heißt, die haben halt unentschieden nur gespielt. Deswegen sind die Punkte auch geschrumpft. So, dann gucken wir auf den 3. Leverkusen. Die haben ein Spiel aber schon mehr. Sprich, wir können da schon 3 Punkte abziehen. Sind wir bei 3, 6, 9, 12 Punkten. Es sind aber schon 10 Punkte Vorsprung. Sprich, mit einem Sieg kann uns Leverkusen gar nicht mehr einholen. Merke ich gerade. Weil es sind ja jetzt schon 10 Punkte. Mit einem Sieg wären es dann 13. Und nach 30 Spieltagen sind es nur noch 4. Also mit einem Sieg sind wir in der Champions League, Freunde. Ganz einfach. Yes. Mit einem Sieg morgen. Also uns fehlt es noch ein Sieg, dass wir in der Champions League sind. Genau. Brauchen wir gar nicht so viel zu rechnen. Das heißt, wir könnten mit dem Sieg schon entweder Erster oder Zweiter werden. Wir können auf jeden Fall nicht mehr Fünfter werden. Das steht schon mal. Warte mal. Bin ich jetzt schon in der Champions League? Ich gucke einmal kurz. Ja, Leute. 53, 63. Wir sind in der Champions League. Stimmt. So viel. Oh Gott, ja.
Herzlichen Glückwunsch. Wir spielen nächste Saison Champions League. Das ist doch sehr, sehr gut. Mindestens Platz 4 erreichen wir. Gut, gucken wir jetzt auf den Abstiegskampf. Pauli, ja, die werden es wahrscheinlich in der Relegation machen müssen. Hoffentlich werden sie nicht noch von Hamburg eingeholt. Ja, schade dafür. Ich hoffe, dass Pauli es irgendwie schafft noch. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Ciao.